Heute Morgen deutet nichts mehr auf die grausamen Ereignisse von gestern Abend hin, bei denen in diesem Mehrfamilienhaus drei Menschen starben und hier, nur wenige hundert Meter entfernt in der Hochvogelstraße, zwei weitere Personen niedergeschossen wurden. Wir sind alle geschockt, das ist eine fassungslose Tat, das kann keiner nachvollziehen, was da passiert ist. Man sieht es vielleicht, die Feuerwehr hat eine Brandlöschparty, die seit Monaten organisiert ist, jetzt für heute abgesagt, weil man sie außerstande sieht, in irgendeiner Form eine Feierlichkeit durchzuführen, nach dem, was gestern passiert ist. Von Anwohnern alarmiert hat die Polizei bereits letzte Nacht die Tatorte gesichert. Die beiden verletzten Personen sind im Krankenhaus und nicht in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach den Taten in seinem Auto festgenommen. Was wir aktuell wissen, ist, dass es sich bei dem Tatverdächtigen und den Todesopfern um Nachbarn gehandelt hat und dass offenbar auch Nachbarschaftsstreit hier vorausgegangen ist. Heute wurde zudem bekannt, dass der 64-jährige Tatverdächtige ein Sportschütze ist. Der Täter ist ein Schütze, hat legal über die Gewehre und Pistolen verfügt. Wieso er hier derartig ausgerastet ist, weshalb es zu dieser Auseinandersetzung kam, wissen wir noch nicht. Aber es ist insgesamt im Moment jetzt noch nicht Anlass, irgendwelche anderen Konsequenzen zu fordern. Was genau einen Nachbarschaftsstreit in Langwald hat derart eskalieren lassen, dass drei Menschen tot und zwei weitere im Krankenhaus sind, werden die Vernehmungen des Verdächtigen durch die Polizei ergeben.